This all works through a game server, a centralized game server, which is located here in Chemtal. Local game servers in Zurich and Cham, they collect the signals of each simulator on site and then send the mixed signal to the game server here in Chemtal. There are various things that can go wrong during a race. For example, the power can cut off or the internet connection can be slow. Even something with a simulator can happen physically or on the software side. What we try to do with every simulator, with every game server, we try to test and test and test all over again so that we are sure that all possible errors are really limited to a minimum. Der Racer League. Sehr, sehr guter Start von Dustin Rüß. Angelo Michel scheint ein bisschen zu verschlafen. Ja, es geht nach wie vor Schlag auf Schlag. Man weiß gar nicht, wohin gucken. Ja, Thomas hält da ein bisschen auf, man sieht die drei dahinter, die kommen immer näher und bündeln sich jetzt so langsam. Wer trifft die Rouge besser? Wir sehen Dustin Rüst, der dem Sieg entgegenfährt. Mal der Angriff von Angelo Michel kommen. Im Hintergrund sehen wir es. Angelo Michel, Zweiter oder Dritter. Er wird Dritter. Unglaublich packendes Rennen. Und ja, die ersten drei definitiv verdiente Sieger. Das, was sehr gut war, ich bin scheinbar beim Start relativ gut weggekommen. Ich habe mich dann kurz gewundert, weil ich nicht kein rotes Feeling gesehen habe, das angezeigt hat, dass der Michel neben mir ist. Und habe nachher gesehen im Rückspiegel, doch, die hinter mir, die haben ein bisschen Abstand. Und das hat man dann auch gerade so ein bisschen Selbstsicherheit geben, dass ich nachher weiter davon fahren können. An sich war das Rennen gut. Ich habe den Start total versemmelt und leider durch meine Chance auf P2 wirklich sehr verschlechtert, bis zunichte gemacht. Ich bin eigentlich froh gewesen, dass ich nach dem ganzen Starttumult eigentlich noch heil aus der Sache rausgekommen bin.